Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood mit keine Ahnung, was hat der Typ vor? Habt ihr unserem Freund das Geld wieder abgenommen? Hab ich. Ein kleiner Erfolg. Doch bei Zeiten und mit viel Arbeit haben wir ein paar Dutzend mehr. Und bei Zeiten wird Cesares Blick wieder auf uns fallen und uns zerschmettern. Nun, wo ist mein Kontakt, Vinicio? Er hätte den Brief längst abfangen müssen. Folgt mir. Ich glaube, er hat es nicht hingekriegt, einen Brief herzuholen. Den Borgia-Kurier in weniger als eine Minute fangen. Oh, Leute. Das nennt ihr eine Herausforderung. Vor allem in weniger als eine Minute. Ey, willst du verarschen? Jetzt entscheid dich doch. Vor allem hört sich die Musik so an, ob es gleich richtig zur Sache geht. Wer möchte, darf das gerne lesen. Ich möchte ja auch, dass ihr euch bildet. Das sollen ja Let's Plays vermitteln. Bildung. Ihr wieder was für eure Bildung. Hat alles was mit Geschichte zu tun. Schaut diese Fassade an, die sich Regierung nennt. Der Papst war sehr klug, sie aufrecht zu erhalten. Euer Freund, das Volk, lässt sich davon leicht narren. Wann seid ihr so zynisch geworden? Ich beschreibe nur die Wirklichkeit in Rom. Vielleicht ist nicht alles verloren. Die gute Nachricht ist, dass wir Verbündete in der Stadt haben. Wie lange noch allerdings, kann ich nicht... Im Kolosseum? Ist auch eins. Okay, setzen wir einen Marker. Er wollte die offizielle Post des Vatikans stehlen. Perdonate mi, Signore. Ihr müsst euch irren. Für wen arbeitest du, Ladro? Ich arbeite für niemanden. Dann kümmert auch keinen, was wir dir antun. Läufst du zu deiner Mama? So. Grazie. Wo ist er? Der Kurier hat den Brief noch. Oh. Ezio, stoppt ihn. Trefft mich bei den Thermen. Shit. Ich hab nur eine Minute. Boah. Für eine Minute, Leute. Was ist das für ein Brief? Boah, sag mir nicht, das soll ich übersetzen. Achso, jede Zahl, die ihr hier seht, steht für einen Buchstaben. So hat man damals seine Briefe verschlüsselt. Schlau, ne? Jetzt erhalten, verlassen Sie den Animus und... Nee, Leute. Ich werde den Animus nicht verlassen. Vor allem ist die Markierung hier. Ist ganz komisch. Nein. So, da hoch? Ja. Was denn? Da ist es doch, oder? Hier kommst du nicht hoch. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Es gibt viele Gründe, warum man sich so verhält. Die anderen haben Spaß daran.
meint, der Assassine, der alles drauf hatte, hat alles verlernt. Oh, Einkommen in der Bank. Vor allem suche ich eigentlich nur das Symbol. Wohl eine im Suff abgeschlossene Wette oder so? Ja, sowas von. Andere Richtung. Boah, das war knapp. Das war auch knapp. Jetzt machen wir Kiste auf. Oh, indische Diamanten. Okay. Was treibt einen dazu, sich? Wie gesagt, es gibt viele Gründe, warum man sich so aufführt. So. Jetzt. Schatz. Ja, wenn ich das Symbol sehen könnte. Was drin? Irgendein Weinrauch. Das ist nicht so schlau. Aber ich habe auch keine Lust, alles runterzuklettern. So. Gib mir mal dein Pferd. Danke. Vor allem kann das Pferd auch nicht schneller reiten. Ist das Maximaltempo? Da, was für eure Bildung. Oh, noch mehr. Ihr habt doch Spaß dran, ne? So. Oh. Hab ich's noch weit? Nein. Und? Okay, das hat jetzt nicht so geklappt, wie es mir vorgestellt hat. Danke. Nein. Beste Aufzüge. So das bräuchten wir auch heutzutage. Einfach an so ein Seil festhalten und dann nach oben. Was für eine Anspielung soll das denn hier sein? Ich höre einen Wolf. Und ich sehe, da müssen wir hin. Ist das nicht so eine Erinnerung zur Zeit? Nicht verfügbar. Bitte probiere erneut später. Ey Leute, ich weiß wohl einfach zu viel. Hm. Okay. Keine Gesundheit verlieren. Oh, okay. Oh, es ist Tag. Mysteriös. Oh, wie schreckhaft bist du. Gesundheit verlieren.
deswegen immer schön kontern. Anhänger des... was? Wow. Könnt ihr euch auch ruhig durchlesen. Wo kamen diese Mörder nur her? Reizen Gegner erledigt, ohne Gesundheit zu verlieren. Ihr habt aber auch nichts Besonderes, oder? Außer ein bisschen Geld. Nee, haben sie nicht, leider. Ich möchte jetzt auch nicht jeden einzelnen plündern. Ja, jetzt, guck mal. Wir müssen von hier gekommen sein. Ja, sag ich ja. Genau, erstmal mit einem Tritt. So langsam wird es. So. Den Schrein des Romulus finden. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Okay, das ist krass. Ich hasse sowas, unter Zeitdruck zu machen. Könnt ihr euch alles durchlesen. So. Das sieht mir besser aus. Das sind 4 Schalter. Ach so. Jetzt verstehe ich den Sinn dahinter. Wir müssen das mit Wasser füllen, damit das einbricht. Eigentlich klug gemacht. Aber das ist auch gut. Gut. So, nur noch einer. Nicht danach aus, dass ich... Aber so. Ja, man muss nur ein bisschen gucken, wenn man lang kann. So. Ist klar. Ich will dich ja nicht enttäuschen, ne? Aber da hinten sind... Wo sind die hin? Der Gedanke ist nicht falsch, ich wollte gerade sagen. Ein von 101 Ballon. Ist das euer Ernst, Leute?
101 Banner. Ich will ja nichts sagen, dass das jetzt irgendwie blöd ist oder so, aber immer das alles suchen und sammeln, das ist hält auf. Sagen es mir mal so. So. Komischerweise brennt es jetzt auf einmal. Ehrlich? Ja, ehrlich. Ah, da ist ein Schatz. Das ist ein Nachteil. Ich weiß nicht, ob wir diese Schätze mitnehmen müssen und ob ich hier später auch wieder hin kann. Ich wollte gerade sagen, habe ich einen Timer? Ja, habe ich. 4 Minuten sind schon um. So. Gut, gut, gut. Ich weiß nicht, ob ich gut oder schlecht in der Zeit bin. Ob man es von der Zeit her schaffen kann. Also von der Theorie her müsste man es ja von der Zeit her schaffen müssen. Schaffen können. Hier hoch. Und dann da. Immer diese Stimme. Alter. Also Leute, wenn ihr da runterfällt, ist Game Over. Ich glaube, das geht auch für ihn. Dafür braucht man kein Assassine sein. Dein Ernst? Okay, kein Stress. Da hoch. Das ist manchmal richtig doof gemacht. Ja, super. Rüber kannst du nicht. Kommst du mal von hier hoch? Nein. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Game over. Eine Minute 30.
Komme ich wieder hier hoch. Schön, dass du eine Option hast, dass du hochkommst. Kannst du? Nein, kann er nicht. So, 15 Sekunden, jetzt komm. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Nein. Wo ist denn? Ehrlich? Ja. Super. Woher sollte ich das denn wissen? Man muss erst ganz nach oben klettern. Ist ja auch super nett gemacht. Warum kann ich hier rüber? Das muss ja alles einen Grund haben. Und ich auch hier hin muss. Könnte helfen, wenn ich stürze. Okay, machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mal rein kann. Also Erinnerungen wiederholen kann man, das weiß ich. Aber ob ich diesen Ort noch mal betreten kann. Gewagt, mein Freund. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Kannst mal ein bisschen optimistischer sein. Nein, nein, nein. Unsichtbare Wand. Ungern. Aber muss. Okay. Also man kann es in 8 Minuten schaffen, ja. Bestimmt. Wenn man weiß, wo man hin muss. Und nicht so rumtrödelt wie ich. Voll. Wow. Der Schatz der Anhänger. Romulus. Sag mal Romulus, warum habe ich eine Tomate gefunden? Noch eine Tomate. Kann ich auch diesen Sachen was bauen oder verkaufen. Ich finde es ja schön, dass es sowas wie geheime Orte wieder gibt, aber noch eine Tomate. Okay.
Was ist da drin? Ein Schlüssel? Nein. Ach so. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier sicher. Eine der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie kommen von Romulus. Romulus, und sie werden sie anbeten. Zoom, um Bilddatei zu sehen. Ach so, die Rüstung. Ja, hatte ich auch. Okay. Gibt's wieder eine Rüstung. Diese Schlüssel können die geheime Schatzkammer der Anhänger Romulus-Karte öffnen. Ja. Boah, zu viel Text. Kann ich nicht alles lesen. Interagieren. So. Die Erinnerung innerhalb... Ja, 50%. Danke, Goldjunge. Ist nicht schlimm. Ich bewerfe euch einfach mit Dreck. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo. Ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Oh Mann. Gut. Oh, jetzt ehrlich. Ja, toll. Kriegen wir das im Spiel? Meine Cousins wurden von den vermaledeiten Wachen in den Schuldturm geworfen. Sie konnten ihre Steuern nicht zahlen. Warum bist du als gelbes Ziel markiert? Soll ich dich töten? Nein, das war nur so ein Wasserfall. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Ist das die neue Möglichkeit, um schnell zu reisen? Scheint so. Ja, schnelle Reise. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie es weitergeht. Reingehauen.